Hi, da sind wir wieder zurück. Ja, in unserem schönen. Ach ja. Natürlich geht's da nicht zu. Geht's da nicht zu. Natürlich ist das zu. Im Hause Beneviento. So, 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt waren wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, als ich mich vor der Klasse vorstellen musste, aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. 8. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alles schon mit Mom gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. Ich glaube, das ist Rose Tagebuch, oder? Kann das manchmal sein? 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen. 4. April. Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittagessen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Das ist was? Das ist was? Das ist. Okay. Ja, nee, haben wir nicht. Aber was ist denn das jetzt nur? Also, ich schätze mal, das ist mein Tagebuch oder irgendwie sowas, wollte ich sagen. Warum ist hier ein Foto von mir? Ja, das sind halt die kleinen Psychospielchen von unserem Duke. Auch wenn ich halt ganz gerne mal wissen würde, warum der eigentlich jetzt so ist, ne? Der Kristall ist zum Greifen nah, aber man kommt nicht ran. Zum Spielen. Das Zeug brauchst du nicht. Hey, meine Sachen. Okay, ich habe. Toll. Ich dachte gerade schön, jetzt haben wir wenigstens was zum Wehren. Nein, haben wir nicht. Okay, wir müssen unseren Kumpel sezieren, ne? Ich brauche aber wahrscheinlich erstmal. Was zum Aufmachen. Okay, dann geht das schöne Rätselspielchen hier wieder los. Natürlich haben wir da nichts drin. Ach ja. Und es wird wahrscheinlich wieder viel zu kurz sein. Machen erstmal aus hier. Ein bisschen Wasser sparen, in der heutigen Zeit wichtig. Nicht zu viel vergeuden. Mal noch ein Foto. Noch eine Box, aber kommen wir nirgendwo ran. Ach ja, Rule of Rose. Erinnert mich wirklich bisher an Rule of Rose. Ach, schön. Natürlich. Ja, das dachte ich mir fast. Warte, was stand da? Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestopfte Schreibtisch. Okay, Schrank, Bild, Schreibtisch. Ja, hier brauchen wir aber erstmal eine Kombi. Zwei. Nein. Hallo? Okay. Hat sich einer an der Tür gehört? Ich schätze mal, das gehört zum Code. Sonst habe ich hier nichts. Schreibtisch. Wir haben hier 02. Ah. Okay, 4402. Das müsste der zugemüllte Schrank. Na gut.
Warte mal. Buch. Ach, das ist der zugemüllte Schrank. Ja, warte. So. Okay, zugemüllte Schrank, also 0244. 0244. Ah, da konnten wir noch was gucken. Oder war das jetzt bloß eine Spiegelung? Hä? Doch von hier aus was gesehen. Achso, nee, das war bloß eine Spiegelung. Okay, kann ich schon mal eingeben, 0244. Ja, nein. Ist zumindest, glaube ich, die Reihenfolge. Das Ding ist bloß... Mir fehlt noch was. Und beim Schreibtisch... Kann ich... Also, man kann es jetzt mit Brute Forcing auch machen. Das sind ja bloß noch zwei Zahlen. Oder ist hier... Okay, das sieht hier eher... Okay, 66. Gut, das sieht dann doch eher wie ein zugemüllter Schrank aus. So. Und eine Schere. Sehr schön. Können wir wieder zurück. Was ist das denn? Hände nennt sich das. Hände. Achso, das war noch eins weiter. Wollte gerade sagen. So, na dann gucken wir mal, was der Kleine in seinem Bäuchlein hat. Okay, das ist ungünstig. Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Ich weiß, wie man mal dir wieder? Spielt. Was jetzt? Okay, vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du Lagerfeuer anfachst. Okay, dann brauche ich aber erstmal Sachen, um die da reinstellen zu können. Lucy. Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und was? Und ihren Freunden spielen kannst. Ja, glaube ich. Da hat sich jemand richtig ausgetobt. Das stimmt wohl. Gut, das war auf jeden Fall das, woran ich mich noch erinnern konnte. Kann auch sein, dass wir noch die richtige Reihenfolge machen müssen, ne? Oder war das ein Fehler? Etikett ist unlesbar. Niemand will mit dir befreundet sein. Was für ein Loser, ja. Nee, die zeigt ja nur. Okay, dann wird das eventuell doch komplizierter, wie ich dachte. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter gucken. Wir brauchen ja sowieso, glaube ich, noch ein paar Puppen, ne? Geht die Tür von alleine wieder zu? Natürlich nicht. Doch, ich kann sie wieder schließen. Sehr schön. Weil ich dachte, wir müssen jetzt bloß vier Puppen finden und die dann da hinstellen und dann ist gut. Geht es jetzt hier vielleicht rein? Nö. Wir können ja spaßeshalber mal, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass wir hier sterben werden. Außer das große eklige Riesenbaby kommt wieder. Gut, das habe ich jetzt doch nicht erwartet. Du willst also, dass ich mit Puppen spiele? Catherine? Nee, das ist, glaube ich, dann eher falsch. Welche hatte ich denn jetzt? Das ist Lucy. Das ist... Ist das Catherine?
Okay, da scheint Catherine zu sein. Ja, da steht Lucy. Okay. Das sind wahrscheinlich wir. Ja. Okay, Schlüssel zu Jimmys Zimmer. Alles klar, da werden wir dann die dritte Puppe finden, die wir für das andere Spielchen, glaube ich, brauchen, weil den anderen eher dann raten müssen. Schön. Aber ich würde gerade sagen, wir hatten eigentlich hier hinten noch ein Zimmer. Vielleicht ist das Jimmys Raum. Jimmy. Die Mutti ist zu Hause. Problem ist bloß, weil es, wenn es hier wirklich losgeht, sollte ich kann mich ja nicht wehren. Hör auf zu lachen, du komisches Kackkind. Oh, warte mal. Warte mal. Es geht eigentlich. Also ich habe Gott sei Dank jetzt keine Phobie, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber Angst irgendwie vor Puppen in Horrorspielen größer. Das Problem ist halt, wenn man das aus dem Hauptteil schon kennt, da war es schon relativ kurz gewesen. Ja. Und wir spielen ja einen Haufen von so einer Art. Deswegen, ja. Warte mal, hier waren vier. Ich nehme mal jetzt stark an, dass wir in dem anderen Raum. Das Baby kommt aber noch nicht, oder? Weil hier hätten wir drei Posen, deswegen gehe ich mal davon aus. Von der Handhaltung her, genau, von der Handhaltung der Lucy. Da müsste der komische Jimmy hochkommen. Jo. Und, naja, das ist, ja, das wollte ich nicht. Und einmal sie hier. Catherine. Ach, und da kriege ich gleich nicht. Achso, ich dachte, ich kriege jetzt vielleicht nochmal einen Schlüssel. Okay, nächste Puppe. Den Kristall werde ich ja trotzdem nicht kriegen. Ich meine, das können wir, da können wir uns ja sicher sein, dass das alle eine kleine Verarschenummer ist hier. Von unserer guten Kette. Ach, ich weiß nicht, wie die alte. Ach, Größe. Wie die alte hieß. Okay, warte. Da müsst. Okay, das ist einfach, weil da steht Lucy. Ich habe jetzt bloß nach der Handhaltung geguckt gehabt. Ich weiß nicht, ob das relativ egal ist. Machen wir hier mal Jimmy, weil dann trägt er das Holz. Das sieht ganz gut aus. Das habe ich ja gar nicht in der Mitte gesehen. Ne? Fick dich einfach. Ja, das ist auch nicht so spannend. Okay, mein Stuff habe ich immer noch nicht wieder. Telefon. Hä? Warum ist das Telefon hier? Ah ne, da ist zu. Hä, willst du mich verarschen? Das kommt jedes Mal aus einer anderen Richtung. Okay, leck mich doch nicht. Hä, sag mal. Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir.
Okay, danke. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Oh, wer bist du? Ist erstmal egal, Hauptsache, wir kriegen Hilfe. Aha. Das Ding ist bloß, nimm den Aufzug. Wir hatten auch noch eine Türe, wo wir nicht durch konnten, ganz am... Lass uns ein Spiel spielen. Zeichnungen sind mehr geworden. Kann das sein, dezent? So. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Ja. Ich mach mal vorsichtshalber. Vielleicht können wir hier doch sterben. Ich darf nicht wegsehen. Es war fast klar. Ist aber nett mit eingebaut. So, die Sache ist... Ich muss zum Medizinzimmer, oder? Nee, Quatsch. Im Abstellraum. Ich hab doch gesehen, wie du rumlatscht. Okay, da ist Küche. Kommt jetzt bloß drauf an, von welcher Seite sie kommt. Ja, ich sehe dich nämlich schon. Kommen Sie mal hier rein. Ernsthaft. Ich würde sagen, komm jetzt wenigstens hier durch, damit ich hier in Ruhe irgendwo noch hinten hinlatschen kann. Ich sehe dich mal da. Gottverdammt! Ja, jetzt steht's aber mitten in der Türe. Sehr nett von dir. Oh, fuck. Guck, ihr beide. Das Problem ist, muss man jetzt noch mehr dazukommen. Ja. Hier wird wahrscheinlich noch eine dazukommen, ja. Komm. Ah, Scheiße. Na toll. Wie fies ist das? Die steht mitten vor der Scheiß-Türe. Wir waren so gut dabei gewesen. Ach Mann, ey. Schwierigkeitsgrad wechseln, hau ab hier. Das ist jetzt nicht so die Hürde. Bloß weil die Alte da mitten vor der Tür stand. Hätte ich mal... Na ja, komm ran jetzt hier. Kann ich hier irgendwie noch weiter hinterlocken? Ganz kurz konzentrieren. Da kommt die nächste Uschi. Ah, shit. Warte. Muss hier lang, ne? Okay, die drei sind... Nein! Oh, da kam ich jetzt... Na toll. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr vorbei hier, ne?
Okay, der Gang ist ja breit genug, theoretisch. Das macht ihr sehr schön. Das macht ihr sehr, sehr schön. Komm schon. Warum fährt er nicht los? Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht.